Ich finde, heute ist wirklich so ein richtig schöner Tag. Und an so einem richtig schönen Tag kann man auch mal, entschuldigen Sie bitte, wenn Sie mir ein bisschen, hallo? Also wie gesagt, ein richtig schöner Tag. Und an so einem richtig schönen Tag, da kann man auch mal auf so richtig schöne Ideen kommen. Ich hätte zum Beispiel eine, wie wäre es, wenn wir den heutigen Tag zum Tag der Freundlichkeit erklären? Ganz spontan, ohne jede Hektik, einfach nur, um eine stimmungsmäßige Auszeit zu nehmen. Also ich für meinen Teil könnte sie wirklich gut vertragen. So eine kleine, entspannte Pause in all dem Zank und Streit, der im Moment das Klima in diesem Land verpestet. Irgendwie habe ich es in der letzten Zeit nur noch mit extrem schlecht gelaunten Zeitgenossen zu tun, die bei der kleinsten Meinungsverschiedenheit gleich mit geplatztem Kragen aus dem Anzug springen. Im Straßenverkehr, an der Supermarktkasse oder am Kneipentresen. Ein falsches Wort und der emotionale Deckel fliegt vom Schnellkochtopf. Neulich stand ich mit meiner Frau in einer größeren Menschenmenge an der Straßenbahnhaltestelle. Meine Frau sprach über die horrenden Kostenvoranschlag für die bevorstehende Autoreparatur und ich sagte zu ihr nur, ach, wir schaffen das. Na, da war was los. Mir persönlich völlig unbekannte Menschen beschimpften mich als Lügner, Traumtänzer, rot-grün verseuchten Gutmenschen. Andere versuchten mich zu verteidigen, indem sie ihre Gegenüber mit Ausdrücken wie Faschisten, Rassisten, Ausländerfeinde niederzubrüllen versuchten. Und je höher die schlechte Stimmungsschaukel ins Schwingen kam, desto niedriger wurden die Kraftausdrücke, die sich die wutschäumenden Kontrahenten gegenseitig um die mittlerweile völlig tauben Ohren hauten. Meine Frau und ich haben uns dann schleunigst verdrückt und wären beim Überqueren einer roten Fußgängerampel fast von einem Auto angefahren worden, dessen Fahrer uns aufgrund unserer Unachtsamkeit als Drecksäue und blöde Arschlöcher titulierte. Entschuldigen Sie die derben Ausdrücke, aber solcherlei verbale Injurien gehören mittlerweile zum schlechten Ton, der selbst die harmlosesten zwischenmenschlichen Konflikte begleitet. Das darf doch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Deshalb mein Vorschlag, den heutigen Tag zum Tag der Freundlichkeit zu erklären. Keine Unhöflichkeiten, keine Wutausbrüche, keine Beschimpfungen. Einfach 2-3 Mal schlucken, bevor das sauer aufgestoßene hochkommt. Und dann eventuell den Mitmenschen kurz anlächeln, ihm den Vortritt lassen und ihm ganz entspannt einen guten Tag wünschen. Und sollte es doch irgendeinen tiefgreifenden Konflikt mit dem Kollegen oder dem Nachbarn geben, der sich nicht durch einen freundlichen Dialog beseitigen lässt, dann machen wir ein Gipfeltreffen. So wie die Spitzen der schwarz-roten Kesselflicker-Koalition am Sonntag im Kanzleramt. Da haben sich die Merkel, der Gabriel und der Seehofer zusammengesetzt und auf dem Tisch lag das heiße Eisen, über das sie nun schon seit Wochen erbittert streiten, die Flüchtlingspolitik. Und was haben die drei gemacht? Sie haben es komplett ignoriert. Das nenne ich ein harmonisches Miteinander nach dem Motto, gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Denn das ist doch, was die Menschen wollen, meine Damen und Herren. Harmonie, Ruhe und ein bisschen kleines Stück vom großen Glück. Aber was ist? Angst. 60% der Deutschen werden geplagt von Zukunftsängsten. Aber meine Damen und Herren, da muss doch die Frage gestattet sein, Angst wovor? Was soll denn in naher Zukunft Schreckliches passieren? Hungersnöte? Seuchen? Flächenbombardierungen? Wissen Sie, als Kind, da hatte ich immer Angst vor Nikolaus. Aber als ich irgendwann gemerkt habe, dass der böse heilige Mann in Wahrheit der zweite Vorsitzende vom Gesangsverein war, da war die Sache gegessen. Das ist wie mit der Angst vor den schwarzen Räumen und den dunklen Kellern. Da hilft nur eins, Lampe an, Licht in die Finsternis. Und was sehen wir dann? Genau, wir sehen riesige Warenhäuser bis zum Bersten gefüllt mit Lebensmitteln aller Art. Straßen, auf denen gewaltige Karossen den spottbilligen Treibstoff in den Äther blasen, ohne sich auch nur einen Meter zu bewegen. Flughäfen, in denen hunderttausende Billigflieger darauf warten, ihren Kurztrip ins Paradies anzutreten. Und an jeder Straßenecke eine Apotheke mit rezeptfreien Mitteln gegen Wehwehchen aller Art. Wovor sollten wir Angst haben? Leben wir in Aleppo? In Kabul, in Ramallah, nein. Wir leben in Köln, unser Leben ist versichert, genau wie unsere Gesundheit, unser Auto und unser gesamter Hausrat. Also, kein Grund für Angst, nirgends. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nichts von den Flüchtlingen, die mir was wegnehmen könnten. Wissen Sie, wer mir was wegnimmt?
Das sind die Banken, die Kreditbetrüger, die Steuerhinterzieher, die internationalen Großkonzerne, die in diesem Land blendende Geschäfte machen, ohne auch nur einen Cent Steuern zu bezahlen. Die Immobilienfonds, die den sozialen Wohnungsbau aufkaufen und in eine asoziale Mietwucherzone verwandeln. Die Waffenhändler, die ihre Kriegswerkzeuge in die Krisengebiete verkaufen und damit meinen ganz persönlichen Frieden und den meiner Nachbarn aufs Spiel setzen. All diese Schmarotzer und Wirtschaftsflüchtlinge, die nehmen wir was weg. Und Ihnen übrigens auch. Also kommen Sie mir bitte nicht mit den Flüchtlingen. Selbst wenn es irgendwann mal 2 Millionen werden. Na und? Wenn 80 Gäste in der Kneipe sind, 2 kommen dazu. Ja, da kann doch von Überfüllung nicht die Rede sein. Wie sagt mein Kollege Jürgen Becker, der Umsatz ist langfristig am größten, wenn alle mittrinken. In diesem Sinne, gehen wir einfach mal ein paar Runden, bin mir ganz sicher, dass sich das langfristig rechnet. So, jetzt aber genug, meine Damen und Herren, von all den Problemen. Probleme haben wir nun wirklich alle selber genug, oder? Also zum Beispiel gesundheitliche. Ich habe vorige Woche noch hilflos im Bett gelegen. Leidend, Kopfschmerzen, Unwohlsein, schweres Fieber, 37,9. Meine Frau diagnostizierte ordinäre Erkältung, meinte, ich hätte mich in der Nacht schwitzend im Bett gewälzt und immer wieder gerufen, mir ist kalt. Wahrscheinlich lag es an der Überdosis Plasberg, kurz vor dem Einschlafen. Thema, gute Nacht Europa, das Abendland am Morgen nach dem Untergang. Wie dem auch sei, meine Frau hat mir dann gleich ein Kombipräparat besorgt, also Wirkstoff kombiniert mit Risiken und Nebenwirkungen. Nach der Einnahme Packungsbeilage gelesen. Wahnsinn! Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Herzrasen, Harnverhalt, Halluzinationen, Nesselfieber, Hautausschlag, Schlaflosigkeit, am Ende schwarzer Stuhl wegen Eisenmangelanämie und Magengeschwüre, die in Einzelfällen zu Magendurchbrüchen führen können. Hab das Medikament natürlich sofort abgesetzt und Frau gebeten, mir eine Hühnersuppe zu kochen. Hat dann auch geholfen. Wahrscheinlich wegen der Antibiotika. Wie sagt der Pharmakologe, bisschen Nebenwirkung ist immer. Und solange die Risiken unbekannt sind, solange gibt es auch keinen Grund zur Beunruhigung. Das ist bei den Medikamenten genau wie beim christlichen Abendland. Am Morgen nach dem Untergang des Abendlands geht die Sonne wieder auf. Und zwar im Westen. Aber was ist, meine Damen und Herren, wenn Sie doch recht haben? Die Pegidas, die Dregidas in Dresden, die Burgidas in Bochum, die Dügidas in Düsseldorf, die Digidas in Dienstlaken, die Babagidas in Baden-Baden, die Gappagidas in Garmisch-Partenkirchen und die Tratragidas in Traben-Trarbach. Was passiert, wenn schon morgen die giftgrüne Fahne des Dschihad auf der Reichstagskuppel in Berlin gehisst wird, die Kirchen geschändet, die Kreuze zu Sägemehl pulverisiert, Helene Fischer darf nie mehr die schönsten Weihnachtslieder singen, sondern wird zwangsverheiratet mit einem halbwüchsigen Konvertiten, der sie zwingt, 5-mal am Tag im Ganzkörperkartoffelsack schweigend seinen Gebetsteppich zu saugen. Dann wird der Muezzin zum Alleinunterhalter. Auf allen Fernsehkanälen läuft Al Jazeera. Und in den Gängen der Kaufhäuser faulen die abgehackten Hände der Ladendiebe. Was ist, wenn er wirklich kurz bevorsteht, der Untergang des Abendlands wegen galoppierender Islamisierung? Ich meine, so ein Untergang, der hätte für uns hier und unsere Kampagne ja durchaus ernsthafte Folgen für die ganzen nächsten Jahre. Bräuchte man sich ja gar nicht mehr bemühen, weil untergegangen ist weg. Deshalb habe ich nach all den Horrorschlagzeilen der letzten Wochen und Monate diesbezüglich mal ein paar Nachforschungen angestellt. Zuerst bei Ümit. Der Ümit, der hat so einen kleinen Zeitschriftenkiosk bei mir in der Nachbarschaft, weiß eigentlich über alles Bescheid, was bei uns im Viertel so passiert. Ich frage Ümit, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Ja, den hätte er jetzt nicht im Angebot, aber er könnte mal den Erkan fragen, seinen Lieferanten, der könnte ihn eventuell bestellen. Ich so, ach ne, komm, ist nicht nötig. Bin gleich rüber zur Frau Dardey. Die Frau Dardey, die kommt aus dem Iran, trägt Kopftuch und hat eine Änderungsschneiderei. Ich trete mit der Tür ins Haus, ich sage, Frau Dardey, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Sagt sie, tut mir leid, Sie können heute nichts mehr annehmen, weil Sie müssen jetzt erst zum Friedensgebet in die Moschee, anschließend auf eine Demonstration gegen den islamistischen Terror. Ich also weiter ins Restaurant nebenan zu Costa, dem Griechen. Ich sage, Costa, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Ja, den hält sich nicht auf der Karte, aber er hätte in dieser Woche ein super Sonderangebot, Leipziger allerlei, mit Kartoffeln statt Gyros. Ich sage, haha, sehr witzig. Und bin weiter zu Mahmoud, dessen Eltern kommen aus Algerien, der hat so einen kleinen Copyshop. Der ist erste FC Köln-Fan, mit dem kannst du eigentlich nur über ein Thema reden, nämlich über Fußball. Ich habe ihn trotzdem gefragt, ich sage, Mahmoud, was macht der Untergang des Abendlands? Wird der Mahmoud total panisch und fragt zurück, was ist los? Wird Timo Horn doch verkauft? Und Risse auch, Hector weg, alles verkauft? Na, ich habe ihn dann einfach quatschen lassen, bin als nächstes zum Glücks Günther. So eine Lottoannahmestelle, die gehört dem Thorsten. Ich sage, Thorsten,
du bist meine letzte Hoffnung. Was macht der Untergang des Abendlands? Sagt er, hätte jetzt gar keine Zeit für, weil am Mittwoch wären 340 Millionen im Euro-Jackpot. Leute rennen ihm die Bude ein. Ja, und da war ich beruhigt. Denn solange noch so viel Geld im Spiel ist, so lange findet der Untergang des Abendlands auf keinen Fall statt. Und wir können uns ganz entspannt den wirklich wichtigen Themen zuwenden. Wie zum Beispiel der Kampagne Ich bin nicht, ich werde behindert. Wenn ein Mensch seine ganze Familie erschlägt und sie dann in seinem Hobbykeller zersägt, wenn es plötzlich am helllichten Tage passiert, dass ein Fremder einem Fremden die Fresse poliert, wenn einer ganz bös auf die Schnauze fällt, ein anderer das filmt, ins Internet stellt, wenn tags drauf Hunderttausende die Szene anklicken, Kopien an all ihre Freunde verschicken, wenn der Mann nebenan Frau und Kinder verprügelt, die Nachbarin seelenruhig Handtücher bügelt, wenn der Hauswart im Flur Lavendel versprüht, weil ein Hauch von Verwesung durchs Treppenhaus zieht, wenn's keiner mehr hört, wenn's keiner mehr sieht, weil's keinen mehr stört, was auch immer geschieht, weil der eine dem anderen nur noch egal, dann ist das alles in allem völlig normal. Wenn die Reichsten den Ärmsten Kredite geben, zum Sterben zu viel, zu wenig zum Leben, wenn sie dann, kurz bevor diese Ärmsten verrecken, ganz schnell noch die Pfändungsbescheide vollstrecken, wenn die Schleuser und Schlepper die Hoffnung verkaufen, die Käufer in schwimmenden Särgen ersaufen, wenn die Mörder ihr Gewissen in Brieftaschen tragen, in Hochsicherheitstrakten mit Selbstschussanlagen, wenn die Räuber und Diebe dann endlich verschwinden, weil sie nirgends mehr etwas Verwertbares finden, wenn dann keiner die Taten der Täter beklagt, schon gar keiner mehr nach den Opfern fragt, weil sie keiner mehr hört, weil sie keiner mehr sieht, weil es keinen mehr stört, was auch immer geschieht, weil der eine dem anderen nur noch egal, dann ist das alles in allem völlig normal. Denn normal ist das so üblich, normal läuft das nach Plan, normal ist das betrüblich, normal kräht da kein Hahn, normal geht das hier rein und da gleich wieder raus. Normal muss das wohl sein, normal sieht das so aus. Normal ist das doch letztlich, normal nicht ungesetzlich. Normal ist der zwar schlecht, doch normal ist der im Recht. Normal ist das gerissen, normal sind das so Tricks, normal wirst du beschissen, doch normal machst du da nichts. Normal hört man da weg, normal ist das bequem, denn normal ist dieser Dreck, doch normal nicht dein Problem. Normal gibt's am Ende für keinen was zu lachen. Und deshalb sollten wir uns langsam aber sicher den einen oder anderen ernsthaften Gedanken über die Zukunft machen. Wir schaffen das. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.